Huch! Halt! Oh! Oh, was ist denn das? Blut. Das ist doch wohl cool, oder? Ja. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video bei Lulu und Leon Family and Fun. Und wir beide, hier Lulu und ich, wir machen heute die Three Colors of Tie-Dye Challenge. Was? Challenge. ja, was das bedeutet, ist einfach nur die drei Farben Batik Challenge. Wie das T-Shirt dann aussieht und wie einfach das zu machen ist mit den drei Farben, die Lulu dann mit Augen verbunden, Augen weg, also auf jeden Fall nicht hingucken, aussucht, welche Farben das T-Shirt dann haben wird letzten Endes. Das seht ihr jetzt in diesem Video, also bleibt dran, das wird bestimmt richtig cool. So, da sind wir, startklar auf jeden Fall zum Batiken für die Three Color of Tie-Dye Challenge. Wir freuen uns schon sehr drauf. Lulu, weißt du gar nicht... Lila, blau... Genau, ja, die sieht die Farben, aber was genau Batiken eigentlich heißt, das weiß die Lulu gar nicht. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal diese Pakete. Soll ich alle Farben machen? Nein, mit Batik-Textilfarbe. Da habe ich einmal grün, heißt Fresh Green. Dann habe ich rot genommen, Cherry Kiss. Dann habe ich Cool Blue, Lady Violet. Dann habe ich Yellow Sunflower, also die Farben hören sich richtig toll an. Und Happy Orange. So, die Farben muss man anrühren. Dann füllen wir die in Flaschen, damit die Lulu, nein, noch nicht, damit die Lulu das besser auftragen kann auf ihr T-Shirt. Und ich werde ihr auf jeden Fall Tipps geben, wie sie das T-Shirt knotet. Also, ich werde das mal gerade anrühren, in Flaschen zum Auftragen. Und dann werden wir uns hier auch ein altes Handtuch unterlegen, damit wir den Tisch nicht so einsauen. Und dann werden wir uns diese Einweghandschuhe anziehen. Doch, dafür reicht es auf jeden Fall zum Flasche halten. Also, ich mache mich mal gerade auf und rühre die Farben an. Ich werde mir jetzt mal gerade hier noch die Handschuhe anziehen. Was, stinken die? Nee. Die riechen ganz gut. Ach, die riechen gut. Naja, kam mir gerade so vor. Die eine passen. Ja, ich habe ja auch, größere Hände. Hier ist Orange drin. Hier ist, das nochmal? Nein, das ist gelb. Das ist gelb, das ist dieses Rot, hier ist Lila, Blau und Grün. Alle sechs Farben da. Nee, 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 nee. So, ich leite dich hier einmal hin. Also, fang an. Erste Flasche wird gezogen und zwar, aha, nächste Flasche. Eine. So, und die nächste. Huch, halt, umgefallen. So. Jetzt hat die Lulu auf jeden Fall grün, sie hat rot. Rot und sie hat gelb. Also, das wird bestimmt richtig toll. Ach, natürlich wird das was. Darf ich dir einen Tipp geben, wie man so eine Schnecke machen kann? Und zwar fängt man hier an, so, so. Man, ich weiß nicht, ich wollte euch das auch einmal zeigen. Man dreht das hier so in der Mitte, man zwirbelt das praktisch. Ja, das haben die auch in so einem anderen Video gesehen. So, jetzt machst du da einfach ein Gummi drum. Du kannst an verschiedenen Stellen, du kannst so viele... Nee, machen wir ein bisschen strammer. So. Toll, die wollte aber überall. Ja, dann machst du an einer anderen Stelle noch ein Gummi hin. Okay. Als erstes nehme ich... Nein, erst Gummis. Lulu ist so aufgeregt, die will direkt starten. Hauptsache Gummis drum wickeln. Darf ich auch noch mal eins hier? Mhm. Guck mal, machen wir hier noch eins hin. Zeigen das mal. So, guckt mal, so sieht's aus. So. Auf dem anderen auch noch ein Gummi. Auf den anderen mache ich auch noch ein Gummi. So. Du darfst damit jetzt nicht so rumschleudern. Das ist Textilfarbe. Ne? Das heißt, wenn du einmal so machst, und es klatscht an der Gardine, dann haben wir nämlich keine weiße Gardine mehr, dann haben wir eine rote Gardine in dem Fall. Oh, da fängt es schon an. Ich zeige euch das mal von nah. Moment. Hier, schaut mal. So. Ich lasse die Lulu mal machen. Ja. Mehr. Dass das Weiß so hauptsächlich weg ist.
die das ja auch mal zur Schule anziehen und dann denken die, wie hast du das getan? Bin so gespannt. Aussehen. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr, also früher, ich glaube, da war ich noch in der Schule, da habe ich das letzte Mal gebartigt. Ehrlich? Ja, da hatte man Röcke, T-Shirts, was weiß ich. Fragt mal eure Mütter. Die haben das bestimmt damals auch in der Schule gemacht. Oh. Oh, was ist denn das? Ah, das Etikett. So. Sieht auf jeden Fall schon sehr lustig aus, hier. Der kleine Knödel. So, der kleine T-Shirt-Knödel. So. Hoppala. Green. Jetzt kommt the green one. Aha, da quetschen wir noch was hin. So. Dann hier vielleicht noch. Jawohl. So, komm, wir quetschen überall noch was dazwischen. So, fein. Wildes Batiken hier. So. Oh, da kann nichts rauskommen. Da ist der Deckel noch drauf. Sieht aus so wie als hätte ich blutige Handschuhe. Blut. So. Fertig! Fertig? Okay, fertig! So wie es jetzt ist, so muss das jetzt ein bisschen trocknen. Dann werden wir das Ganze irgendwann auch nochmal gegen Leon machen. Dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, welches T-Shirt ihr dann besser findet. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt erstmal warten. Ne? Wir lassen das trocknen und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder in 30 Minuten. So, die Zeit ist um und Lulu und ich, wir sind schon total gespannt. Wir müssen uns erstmal gerade wieder die... Ich habe schon die Handschuhe an. Ach, hast du schon? Mach schon das Band ab. Okay, dann brauche ich mir meine ja nicht anziehen, oder? Oh. Mach mal vorsichtig ab. Oh, ich bin so gespannt. Oh, ist noch relativ weit. Ja, das ist aber... Oh, da habe ich noch einen vergessen. Das ist aber nicht schlimm. Boah, das sieht, glaube ich, schon richtig cool aus. Ein Unikat. Uni was? Ich denke, so werde ich... Ah. Boah. Boah, schaut euch das an. Das ist ja wohl richtig cool geworden. Gott. Ich zeig das mal. Das ist Batik. Das ist Batik. So sieht das aus. Das ist doch wohl cool, oder? Ja. Also es ist richtig cool geworden. Oh ja. So, jetzt weißt du auch, was das genau ist. Das ist ja wohl... Das ist ja wohl richtig toll. Ja. Also das kann man auf jeden Fall nicht kaufen. Jedes einzelne Stück... Sowas kann man gar nicht kaufen. Nee, das kann man nur selber machen. Also, wie findet ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Ihr werdet auf jeden Fall das Video mit Leon bald sehen, was Leon für ein Batik-T-Shirt gemacht hat. Denn der wird die Sweet Colors auf Tie-Dye Challenge natürlich auch machen. Sensationell. Wir sind begeistert, ne? Ja. Uns hat es total viel Spaß gemacht. Lulu ist total begeistert. Sie wird es am liebsten direkt anziehen, oder? Also wir lassen das jetzt noch trocknen und die Lulu wird das auf jeden Fall... Ja. In einer der Videos oder anderen Videos. Genau, da werdet ihr das bestimmt noch mal sehen, wenn sie es anhat. Jetzt muss es noch trocknen. Für heute sind wir auf jeden Fall mit Batiken erstmal fertig. Ja, sie pustet schon wieder in ihren Handschuhen. Check. Hey, buff. Also, macht es gut. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, total cool. Ne? Hat euch gefallen. Ja. Voll hier. Macht's auf jeden Fall, also wir empfehlen das. Es ist nicht teuer, so Textilfarbe. Nein, das dauert noch, bis das trocknet. Es ist noch relativ feucht. So, wir wiederholen uns jetzt nochmal. Macht es gut für heute. Ciao. Tschüssi. Aus der Batik-Werkstatt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button.